Ihr wurdet an der Hüfte operiert und möchtet schnell wieder auf die Beine kommen? Dabei möchte ich euch gerne unterstützen mit diesem Video. Die Schwerpunkte nach einer Hüftoperation sind zunächst Schwellungsabbau und Schmerzlinderung, dann kommt die Bewegungserweiterung bzw. Wiederherstellung der normalen Beweglichkeit und die Kräftigung bzw. Stabilisation des Gelenkes ins Spiel. Und die Übergänge zwischen diesen drei Schwerpunkten sind im Prinzip fließend. Am Anfang wird es so sein, dass ihr Schmerzen habt und auch Schwellung im Bereich des im Bereich der Narbe, im OP-Bereich. Und gegen die Schmerzen solltet ihr auf jeden Fall die Schmerzmittel nehmen, die euch verschrieben wurden. Also ruhig einige Tage wirklich Schmerzmittel auch nehmen. Gegen die Schwellung empfehle ich euch Retterspitzwickel. Das heißt, ihr könnt mit Retterspitztinktur sozusagen euch Wickel machen und die nicht auf die Narbe oder auf den Verband direkt, aber in den Bereich drumherum machen. Und wie das genau funktioniert, werde ich euch in der Videobeschreibung nochmal einmal erklären. Außerdem, wenn ihr den Heilungsverlauf unterstützen wollt, dann eignen sich beispielsweise Enzyme. Die werde ich euch auch nochmal unten einmal verlinken. Ganz wichtig ist, dass ihr euch um die Narbe kümmert. Das heißt, ungefähr so 10 bis 14 Tage nach der Operation werden die Fäden in der Regel gezogen bzw. die Klammern entfernt. Und dann solltet ihr sozusagen, sofern die Narbe reizlos und trocken ist, also gut verheilt ist, solltet ihr euch auch um die Narbe kümmern und die sozusagen mit bestimmten Techniken flexibel und geschmeidig machen, wenn man so will. Da werde ich euch auch nochmal einen Artikel von meiner Homepage verlinken, wie ihr sozusagen die Narbe behandeln könnt, beziehungsweise worauf ihr da achten solltet. Ganz wichtig ist, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wie ihr das Bein, also das operierte Bein, belasten dürft. Die meisten von euch haben wahrscheinlich Vollbelastung. Das heißt aber nicht, dass ihr automatisch auch das Bein voll belasten könnt. Aufgrund, wie gesagt, dieser Schmerzen und Schwellungen werdet ihr am Anfang erst einmal das Bein entlasten wollen und das ist auch sinnvoll. Dementsprechend kommen die Unterarmgehstützen ins Spiel und da habe ich ein separates Video gedreht, wie man mit diesen Stützen am besten läuft. Schaut euch das gerne nochmal an. Das ist ganz wichtig und wird euch auch die nächsten Wochen begleiten. Also auf keinen Fall zu früh den Fehler machen, die Stützen wegzulassen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den Übungen. Ganz wichtig ist, es ist natürlich sehr individuell, wie fit ihr seid. Das hängt davon ab, wie fit ihr vor der OP wart, wie alt ihr seid. Dementsprechend schaut einfach, wie das für euch passt und macht die Übungen so gut mit, wie es für euch möglich ist. Auf keinen Fall solltet ihr aber über die Schmerzgrenze hinausgehen und dementsprechend tastet euch einfach erstmal ganz entspannt ran. Zum Schwellungsabbau solltet ihr die Beine möglichst etwas hochlagern, nicht zu weit, also dass wir zu starke Beugung in der Hüfte haben, sondern so ungefähr 30 Grad. Hochlagerung, einfach eine Lagerung bauen aus Decken und Kissen. Und in dieser Position bewegt ihr jetzt die Füße kräftig auf und ab. Also versucht so weit wie möglich die Fußspitzen Richtung Schienbein zu ziehen und dann wieder auszustrecken. Und das macht ihr so 20 bis 30 Mal. Aktiviert sozusagen die Muskelpumpe und transportiert sozusagen die Flüssigkeit bzw. die Schwellung im Prinzip herzwärts. Und das ruhig mehrfach am Tag, immer zwischendurch mal wieder machen. Flach auf den Rücken legen, Beine etwas hochlagern und pumpen. Dann könnt ihr einmal das nicht operierte Bein anstellen. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, das rechte Bein ist bei mir operiert. Und jetzt zieht ihr praktisch die Ferse einmal Richtung Gesäß und streckt das Bein wieder aus. Die sogenannte schleifende Ferse. Das heißt, wichtig, nicht das Bein anheben, abheben, sondern die Ferse bleibt sozusagen auf der Unterlage und ihr rutscht sozusagen mit der Ferse einmal Richtung Gesäß. Also beugt Hüfte und Knie und streckt dann das Bein wieder aus. Achtet dabei darauf, dass ihr sozusagen in der Beinachse bleibt, also dass das Knie weder nach innen noch nach außen fällt, sondern schön immer geradeaus zur Decke zeigt. Und das macht ihr so 10 bis 15 Mal, versucht von Mal zu Mal ein bisschen weiterzukommen. Aber nur so, wie es sich für euch gut anfühlt und ohne große Schmerzen möglich ist. Dann streckt ihr einmal beide Beine wieder aus, zieht die Fußspitzen ran und jetzt schiebt ihr abwechselnd die Fersen zum Fußende raus. Das heißt, so sanfte kleine Bewegungen, 1-2 cm rechts und links im Wechsel, die Fersen sozusagen rausschieben, fußwärts. Dadurch haben wir eine schöne Mobilisation sowohl für den Lendenwirbelsäulenbereich als auch für die Hüfte. Und wir aktivieren schon mal so ganz sanft so ein bisschen die Hüftmuskulatur auch dabei. Das könnt ihr ruhig in lockerem Tempo, sollte nicht anstrengend sein, sondern wirklich so ganz lockere kleine Bewegungen, so 1 bis 2 Minuten machen. Jetzt stellen wir einmal beide Beine an und jetzt kommt die Beckenkippung wieder ins Spiel. Das heißt, ihr kippt das Becken einmal
vor und zurück. Das heißt, einmal versucht ihr im Prinzip ein Hohlkreuz zu machen und dann den Tunnel wieder zu schließen. Also das Becken wird vor und zurück gekippt. Wenn diese Bewegung für euch noch ungewohnt oder unbekannt ist, dann blende ich euch hier auch noch mal ein Video ein. Spezielles Video, wo es nur um diese Bewegung, um die Beckenkippung geht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und Übung. Sehr schön. Dann streckt ihr einmal das operierte Bein wieder aus. Und jetzt versucht ihr einmal das Bein wie ein Scheibenwischer nach außen zu führen, also auf der Matratze, auf dem Bett nach außen rutschen lassen und wieder zurück in die Mitte. Und wieder nach außen führen in die sogenannte Abduktion, also das Abspreizen der Hüfte. Und wieder bis zur Mittellinie, nicht über die Mittellinie hinaus, sondern im Prinzip geht es jetzt primär um das nach außen führen. Auch das so 10 bis 15 Mal. Ihr könnt auch auf der anderen Seite zwischendurch mal schauen, wie es da aussieht. Einfach, dass ihr mal einen Vergleich habt, wie weit es gehen müsste, beziehungsweise wohin es geht, wie das Ziel ist. Dann machen wir noch eine sogenannte Ganzbeinspannung. Da geht es jetzt schon etwas darum, die Muskeln zu aktivieren. Und zwar zieht ihr einmal die Fußspitzen hoch, drückt die Knie in die Unterlagen, also die Kniekehlen in die Unterlagen. Dadurch spannt ihr den Oberschenkelmuskel an und jetzt kneift ihr den Po zusammen, also spannt das Gesäß an. Und diese Spannung haltet ihr so ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Schön weiteratmen dabei. Und dann lasst ihr die Füße wieder locker, die Knie locker und das Gesäß locker. Noch einmal zur Wiederholung, also Fußspitzen ranziehen, Knie runterdrücken, Gesäß anspannen. Wichtig ist, dass ihr die Spannung immer langsam kontrolliert aufbaut und auch langsam kontrolliert wieder abbaut, nachdem ihr das, wie gesagt, so 10 bis 15 Sekunden gehalten habt. Auch im Sitzen könnt ihr die Beckenkippung machen, die wir gerade in Rückenlage schon gemacht haben. Das heißt, einfach mal sozusagen das Becken schön vor- und zurückkippen, dabei den Rücken schön gerade und wieder rund machen. Tut ja auch der Wirbelsäule was Gutes. Und dann streckt ihr einmal das Bein aus. Versucht dabei den Oberkörper möglichst gerade zu halten. Und nicht das Bein als Ganzes aus der Hüfte anheben, sondern die Knie bleiben auf einer Höhe. Und ihr streckt jetzt praktisch einmal den Fuß zur Decke. Und aktiviert auf diese Weise die Oberschenkelmuskulatur, beziehungsweise dehnt auch schön die Oberschenkelrückseite. Dann könnt ihr einmal eine leichte isometrische Spannungsübung machen. Das heißt, ihr habt die Füße und Knie hüftbreit stehen und drückt jetzt einmal mit den Händen nach innen, während die Oberschenkel sozusagen, beziehungsweise die Knie nach außen drücken. Und diese Spannung haltet ihr auch wiederum so ungefähr 15 Sekunden. Alternativ könnt ihr auch euch einen Schal beispielsweise um die Knie wickeln oder auch ein Theraband, also das ein elastisches Gummiband. Und ja, wie gesagt, Spannung nach außen gegen den Widerstand der Hände und halten, weiteratmen. Und dann macht ihr das Ganze einmal in die andere Richtung. Das heißt, einmal die Hände an die Knieinnenseite legen und sanft nach innen drücken. Nicht zu stark, also das sollte auf jeden Fall gut dosiert werden. Eine leichte, moderate Spannung. Erfahrungsgemäß ist die Spannung nach außen bzw. die Aktivierung nach außen wichtiger, weil die Gesäßmuskeln, die diese Bewegung machen, in der Regel eher schwächer sind und auch wichtig, um letztendlich das neue Gelenk zu stabilisieren. So, jetzt machen wir einige Mobilisationsübungen im Stand. Und zwar fangen wir an mit der Beugung. Das heißt, ich beuge jetzt einmal meine Hüfte bis maximal 90 Grad. Viel weiter wird es am Anfang sowieso nicht möglich sein. Und das mache ich einige Male hintereinander. Ruhig immer irgendwo festhalten, also dass ihr zumindest die Möglichkeit habt, euch festzuhalten und sei es nur mit zwei Fingern. Und wichtig, der Oberkörper möglichst gerade. Das heißt, Oberkörper stabil, Standbein leicht gebeugt und dann die Hüfte beugen. Und das macht ihr ungefähr 10 Mal. Und dann geht es in die Streckung über. Das heißt, ihr streckt jetzt das Bein richtig schön nach hinten.
Dabei ist jetzt wichtig, dass der Oberkörper nicht nach vorne ausweicht und auch das Becken nicht in die Hohlkreuzstellung geht, sondern ihr versucht, das Becken stabil zu halten. Also Schambein und Bauchnabel einander annähern und versuchen, eine reine Hüft, also eine isolierte Streckung im Hüftgelenk zu machen. Das heißt, ihr setzt die Zehenspitze hinten auf, streckt das Knie durch und versucht aber, wie gesagt, das hier zu vermeiden, sondern versucht hier wirklich stabil zu bleiben. Dann spürt ihr wahrscheinlich auch schon eine Dehnung im vorderen Hüftbereich. Auch das so ungefähr 10 Mal. Lässt sich natürlich auch kombinieren, also dass man beugt und streckt. Beugen und strecken. Diese Übung solltet ihr ruhig über den Tag verteilt immer mal wieder machen. Dann kann man auch schön die Hacke-Spitze-Übung mit einfließen lassen. Auch eine meiner Lieblingsübungen, die ihr vielleicht schon im einen oder anderen Video gesehen habt. Wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr natürlich auch gerne mal die Hände wegnehmen und jetzt ein bisschen mitbewegen. Aber Sicherheit geht immer vor. Das heißt, ihr solltet im Notfall euch immer festhalten können. Hier geht es jetzt in dem Fall um die Mobilisation. Also mein rechtes Bein wurde ja operiert, stellen wir uns jetzt vor. Hier geht es jetzt um die Mobilisation. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip hier eine Beugung und Streckung im Wechselfokus, eher auf der Streckung. Wenn wir jetzt das Bein wechseln, das heißt, das rechte Bein ist sozusagen jetzt das Standbein, dann ist es so, dass jetzt die Muskulatur schon schön arbeiten muss. Das heißt, sowohl wenn ich nach hinten gehe, als auch wenn ich nach vorne gehe, dann muss ich hier so ein bisschen nachgeben. Also diese exzentrische Muskelarbeit, und das ist auch eine sehr schöne sanfte Aktivierung bzw. Kräftigung der Oberschenkelmuskeln. Gut, dann machen wir noch die Abduktion. Dafür nehme ich mir jetzt hier ein kleines Kissen und da stelle ich mich rauf. Ihr könnt auch theoretisch ein Telefonbuch nehmen. Einfach raufstellen, so dass das Bein im Prinzip frei sich bewegen kann. Und jetzt einmal das Bein nach außen führen. Und dabei darauf achten, dass ihr das Ganze, also es gilt generell für alle Übungen, kontrolliert und langsam macht. Also nicht mit Schwung, auch nicht mit Ausweichbewegung. Also der Oberkörper bleibt stabil, das Standbein ist wieder leicht gebeugt. Und ihr versucht nur aus der Hüfte, soweit es euch möglich ist, das Bein nach außen zu bringen, ohne dass, wie gesagt, der Oberkörper ausweicht. Und das kann gut sein, dass es am Anfang nicht besonders weit möglich ist, ist aber kein Problem. Macht es einfach so gut es geht. Und in dem Fall würde ich immer das in beide Richtungen machen. Nämlich ist es so, dass jetzt mein Standbein, also mein linkes Bein in dem Fall, das muss jetzt auch richtig schön arbeiten. Also da habe ich auch eine gute Aktivierung jetzt gerade der Gesäßmuskulatur. Das heißt, wir haben jetzt sowohl hier die Gesäßmuskulatur aktiviert, die sozusagen das Bein nach außen abspreizen muss, aber auch die Gesäßmuskulatur im Standbein. Das heißt, hier haben wir jetzt sozusagen auf zwei verschiedene Arten sozusagen die Abduktoren, die Glutealmuskeln aktiviert. Also auf jeden Fall immer beide Richtungen machen, einfach auch aus Gründen der Ganzheitlichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist die, also relativ simple Möglichkeit, wäre die sogenannte Schunkelübung. Dafür stellt ihr euch so schulterbreit hin. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Das ist generell wichtig, auch bei der Übung gerade, dass ihr nicht mit dem Bein nach außen dreht, sondern dass die Fußspitze nach vorne zeigt und ihr wirklich in der Ebene bleibt. Schulterbreit hinstellen, Fußspitzen zeigen geradeaus und jetzt schunkelt ihr einfach vor, beziehungsweise rechts und links. Also ihr verlagert jetzt sozusagen das Gewicht von einem Fuß auf den anderen und versucht dabei den Abstand zwischen den Beinen gleichmäßig zu halten. Irgendwo leicht festhalten ist nicht verkehrt. In dem Fall ist es ganz schlau, wenn das vor einem ist zum Abstützen. Und jetzt verlagert ihr, wie gesagt, rechts, links. Also ihr schunkelt sozusagen hinterher, hin und her und versucht dabei den Abstand zwischen den Beinen ganz stabil zu halten. Und dann werdet ihr merken, dass auch hier die Gesäßmuskulatur ganz gut spürbar wird nach einiger Zeit. Wichtig, Fußspitzen gerade ausgerichtet, also nicht nach außen drehen und auch nicht die Beine jetzt hier auseinandernehmen, sondern wirklich den Abstand wahren, also immer ein gleichmäßiger Abstand zwischen beiden Füßen. Eine letzte Übung noch, auch für die
Abduktion, also beziehungsweise für die Abduktoren, also für die Gesäßmuskeln, die ganz wichtig sind, wie gesagt, zur Stabilisation der Hüfte, ist folgende. Ihr stellt euch wieder auf eine Erhöhung. Jetzt geht es hier um die rechte Muskulatur. Und jetzt lasst ihr sozusagen das linke Bein auf den Fußboden sinken und hebt es wieder an. Und dadurch wird jetzt im Prinzip das Becken sinkt im Prinzip nach unten und wird wieder angehoben. Also das Becken wird schräg und gerade gemacht. Und darüber müssen wir jetzt hier schön rechtzeitig mit der Gesäßmuskulatur intensiv arbeiten. Das ist auf jeden Fall sehr gut spürbar. Man sieht zwar, man denkt zwar vielleicht, da passiert kaum was, aber das ist eine relativ intensive Übung, wenn man sie richtig macht. Wichtig jetzt hier nicht im Knie, das wäre jetzt verkehrt, wenn ich jetzt sozusagen hier über die Kniebeugung und Kniestreckung meinen Fuß hebe, sondern das Knie bleibt in der gleichen Position, relativ gestreckt und ich versuche über das Becken sozusagen, also über das Anheben des Beckens. Das heißt, ich stelle mir vor, ich ziehe im Prinzip die Hüfte jetzt hier nach oben und lasse sie wieder Richtung Fußboden runter. Und das passiert, wie gesagt, über die Gesäßmuskulatur des Standbeins. Dann kommen wir einmal zu einer Kniebeuge, also zu den sogenannten Squats. Dafür ist jetzt auch wieder die Beckenkippung ganz wichtig. In dem Fall kippt ihr jetzt sozusagen das Becken einmal in die maximale Hohlkreuzstellung und stellt euch jetzt vor, ihr wollt euch hinsetzen. Das heißt, einmal langsam nach hinten unten. Am Anfang erstmal nicht zu weit gehen. Ihr steht so ungefähr Hüft bis Schulter breit, also relativ breitbeinig könnt ihr ruhig stehen. Kippt jetzt euer Becken und stellt euch vor, ihr wollt euch nach hinten setzen. Am Anfang könnt ihr auch beispielsweise die Stuhllehnen mit benutzen oder ihr könnt eure Stützen hier stehen haben und euch so ein bisschen festhalten. Und dann geht ihr langsam in eine leichte Kniebeuge. Versucht dabei, den Oberkörper möglichst gerade zu halten. Das kräftigt jetzt im Prinzip die gesamte Oberschenkelmuskulatur und Gesäßmuskulatur. Also eine sehr schöne Kräftigungsübung. Aber wie gesagt, am Anfang geht es jetzt erstmal nicht darum, hier maximal runter zu gehen, sondern einfach erstmal kleine Kniebeugen zu Beginn. Hohlkreuz, Brust raus und darauf achten, dass die Knie nicht nach vorne wandern, sondern dass das Gesäß nach hinten unten wandert. Sehr schön. Das Balance Pad habt ihr ja auch schon in anderen Videos von mir kennengelernt, eins meiner Lieblingstherapie-Hilfsmittel. Ist natürlich auch nach einer Hüftoperation super geeignet zum richtigen Zeitpunkt. Also am Anfang würde man sich erstmal nur vielleicht draufstellen, überhaupt erstmal die Balance, die Mitte finden. Dann kann man kleine Schritte auf der Stelle machen, kann einen Schritt oben drüber machen unter Beibehaltung der Beinachse. Also praktisch immer im Wechsel rechts und links hin und her gehen oder auf der Stelle marschieren und bei jedem dritten Schritt versuchen, den Einbeinstand zu stabilisieren. Bis hin zu Hacke-Spitze-Übungen, die wir ja vorhin schon gesehen hatten, ohne Balance Pad, ist natürlich jetzt wesentlich anspruchsvoller, dass ihr praktisch versucht, mit dem Balance Pad, also im Einbeinstand auf dem Balance Pad sozusagen die Hacke-Spitze-Übung zu machen, Kniebeugen. Also lassen sich verschiedene schöne Übungen auf dem Balance Pad durchführen. Insofern, gute Gelegenheit, sich so ein schönes Pad zuzulegen. So, bevor wir jetzt mit den Übungen auf der Matte bzw. auf dem Teppich weitermachen, kurze Erklärung noch, wie ihr am besten runter und wieder hochkommt, was für den einen oder anderen von euch vielleicht auch nicht selbstverständlich ist. Immer wichtig, dass ihr irgendwie in der Reichweite einen Stuhl oder Hocker habt, also irgendwas zum Festhalten. Dann starten wir einmal im Stand und dann streckt ihr einmal das operierte Bein nach hinten aus, stützt euch am Hocker ab und geht sozusagen einmal auf das Knie, also in den Halbkniestand bzw. dann in den Kniestand. Von dort könnt ihr einmal in den Vierfüßlerstand gehen. Ich schiebe den Stuhl jetzt mal einmal ein bisschen nach hinten und legt euch einmal flach auf den Bauch. Und dann dreht ihr euch einmal über die operierte Seite, dreht ihr euch einmal über die nicht operierte Seite rüber auf den Rücken. Und von hier könnt ihr jetzt sozusagen mit den Übungen starten. Auf dem Weg zurück dreht ihr euch auch wieder über die nicht operierte Seite,
Achtet dabei darauf, dass das Bein nicht nach innen fällt, sondern hüftbreit bleibt. Einmal auf den Bauch zurück. Stützt euch sozusagen in den Halbkniestand, beziehungsweise in den Vierfüßlerstand. Dann kommt der Halbkniestand und mit Hilfe des Stuhles oder Hockers geht es zurück in den Stand. So, jetzt starten wir einmal mit dem sogenannten Bridging, also mit dem Brücke bauen. Voraussetzung dafür ist wieder die Beckenkippung. Das heißt, ihr kippt das Becken einmal und lasst die Bewegung jetzt weiterlaufen, bis das Gesäß sozusagen richtig schön angehoben ist. Also im Optimalfall Oberkörper und Oberschenkel eine Linie bilden und dann geht es langsam wieder runter. Und das wiederholt ihr auch wieder so ungefähr 10 bis 15 Mal. Langsam wieder absinken lassen und wieder über die Beckenkippung im Prinzip starten und dann Wirbel für Wirbel anheben, das Gesäß richtig schön zusammenkneifen, also die Hüftstreckung steht hier im Vordergrund und langsam wieder runter. Wem das zu leicht ist, der kann die Fußspitzen nochmal anziehen, sodass ihr nur noch auf der Ferse steht. Und natürlich könnt ihr über die Wiederholung arbeiten, also wenn ihr 20 Wiederholungen macht oder 2x15, 2x20, wird es logischerweise schwieriger. Ansonsten könnt ihr versuchen, wenn ihr oben seid, aber das ist jetzt schon eher was für Fortgeschrittene, dass ihr dann auch mal sozusagen die Beine streckt. Dabei aber versuchen, mit dem Becken nicht abzusinken. Also dass nicht das hier passiert, sondern dass ihr wirklich stabil bleibt. Also möglichst oben bleibt. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon eher für Fortgeschrittene. Also am Anfang fangt ihr einfach erstmal ganz klassisch an mit dem Anheben des Gesäßes. Dann drehen wir uns einmal auf die Seite. In dem Fall ist jetzt mein linkes Bein betroffen. Ich würde aber generell, wie gesagt, immer empfehlen, beide Seiten, beide Beine zu trainieren. Und die Fersen liegen jetzt hier aufeinander und bleiben auch aufeinander. Und ich drehe jetzt einmal meine linke Hüfte, also beziehungsweise mein linkes Knie nach außen. Und dabei versuche ich darauf zu achten, dass ich nicht hier insgesamt nach hinten wegkippe. Also ich versuche stabil auf der Seite liegen zu bleiben. Stützt euch hier ab und versucht wirklich nur das Knie nach außen zu drehen. Und sobald ihr merkt, dass euer Becken sich wegdreht, ist es im Prinzip schon keine isolierte Bewegung in der Hüfte mehr. Also eine relativ kleine, kontrollierte Bewegung. Nur das Bein bzw. das Knie nach außen rotieren. Das ist auch eine schöne isolierte Übung für die Außenrotatoren, für die Gesäßmuskulatur. Und natürlich danach dann die Seite wechseln. Eine Variante bzw. Steigerung davon wäre, dass ihr das Knie einmal bzw. dass ihr das gesamte Bein einmal abhebt. Also Fuß, Unterschenkel und Knie werden jetzt angehoben. Und jetzt streckt ihr einmal das Bein und hebt einmal das gestreckte Bein aus der Hüfte heraus. Das ist aber jetzt schon eher auch, wie gesagt, für Fortgeschrittene. Also gegen die Schwerkraft das Bein anheben wird nicht jeder von euch schaffen. Aber wenn das noch zu viel ist, dann macht einfach erstmal eine Zeit lang die anderen Übungen. Wichtig hierbei ist jetzt, dass ihr nicht das Bein nach außen dreht, sondern die Fußspitze bleibt also geradeaus gerichtet und ihr versucht das Bein tendenziell auch weniger nach vorne oben, sondern wirklich schön gerade nach oben, beziehungsweise vielleicht sogar leicht diagonal nach hinten oben anzuheben. Sollte hier im Gesäßbereich isoliert ankommen. Sehr schön, das waren jetzt einige Vorschläge zur Kräftigung in Rücken- und Seitlage. Und jetzt machen wir noch die Dehnung und Mobilisation im Halbkniestand. So, wir starten jetzt mit einer Mobilisation der Hüfte. Das heißt, das rechte Bein wird jetzt sozusagen nach hinten in die Extension, in die Streckung mobilisiert. Dafür steht ihr im Halbkniestand und jetzt verlagert ihr einmal das Becken nach vorne und wieder zurück. Und dadurch, dass wir jetzt das Becken nach vorne verlagern, bekommen wir hier schon eine schöne Hüftstreckung.
also eine Streckung im Hüftgelenk und gleichzeitig auch eine Dehnung des Hüftbeugers mit hinein in die Übung. Und das macht ihr auch ungefähr 10 Mal. Wenn euch das unangenehm ist, auf dem Knie zu knien, könnt ihr euch da auch ein Kissen drunter legen. Oberkörper bleibt gerade, das Becken bleibt aufgerichtet, ganz wichtig. Also nicht hier in die Beckenkippung gehen, auch nicht den Oberkörper nach vorne nehmen, sondern den Oberkörper gerade lassen und das Becken wird sozusagen nach vorne verlagert. Und wenn ihr das 10 Mal gemacht habt, also 10 Wiederholungen, dann könnt ihr nochmal in der Dehnung des Hüftbeugers bleiben. Das heißt, ihr geht in die Endposition, stellt das Becken nochmal entgegen der Hohlkreuzposition ein und versucht in dieser Position zu bleiben, zu atmen, gerne, wenn es möglich ist, 1 Minute. Für die Dehnung des Hüftbeugers habe ich auch ein separates Video gedreht, das blende ich euch auch nochmal einmal hier ein, dass ihr da nochmal ein bisschen genauer schauen könnt, worauf es ankommt. Das hier jetzt erstmal einmal auf die Schnelle. So, neuer Tag, neues Glück. Beim letzten Mal war plötzlich mein Akku alle. Jetzt nochmal ganz kurz eine Ergänzung. Und zwar, was ihr auch im Halbkniestand noch machen könnt, ist eine Kräftigung für den Hüftbeuger. Das heißt, ihr geht jetzt, wir gehen wieder vom rechten Bein aus in den Halbkniestand, stützt euch ab und hebt jetzt aus der Hüfte heraus das Bein einige Zentimeter ab. Auch wieder versuchen, stabil zu bleiben insgesamt. Und nur das Bein ein kleines bisschen, 2-3 Zentimeter anheben und wieder sinken lassen. Ist gar nicht so einfach, werdet ihr merken. Und dann machen wir noch 2 Übungen zur Kräftigung der Hüftextensoren. Und zwar einmal aus dem Vielfüßlerstand heraus versucht ihr, das Bein, das betroffene Bein nach hinten zu strecken. Und dabei achtet ihr darauf, dass ihr nicht zu weit nach oben geht, also auch nicht ins Hohlkreuz geht, also dass ihr sozusagen versucht, den Rumpf zu stabilisieren, also den Bauchnabel einziehen, stabiler Vierfüßlerstand und dann nur das Bein versuchen, ungefähr auf die Horizontalebene zu bringen und wieder abzusinken, absinken zu lassen. Dabei darauf achten, dass ihr nicht zu sehr euch seitlich verlagert, sondern wirklich die Hüfte des Stützbeines, nenne ich das jetzt mal, über dem Knie bleibt und eine isolierte Streckung, ruhig auch hier immer beide Seiten machen. Einfach, dass ihr erstens eine Symmetrie habt und zweitens auch spürt, wie fühlt sich das denn auf der anderen nicht operierten Seite an. Eine Variante, beziehungsweise eine andere Übung aus Bauchlage heraus. Ihr legt euch auf den Bauch, winkelt das Bein im Kniegelenk an und versucht jetzt sozusagen die Ferse zur Decke zu schieben. Das ist gar nicht so einfach, da werdet ihr merken, da ist keine große Bewegung möglich. Auch dabei darauf achten, dass ihr nicht irgendwie hier aus der Hüfte ausweicht oder ins Hohlkreuz geht, sondern versuchen, mit dem Becken stabil unten zu bleiben und nur eine kleine Bewegung. Das Knie löst sich ein wenig von der Unterlage, während ihr den 90-Grad-Winkel im Knie beibehaltet. Falls ihr einen Gymnastikball habt, dann könnt ihr natürlich auch damit schön Übungen machen. Wichtig ist, dass der Ball nicht zu klein ist bzw. genug Luft hat. Also bei mir ist es jetzt schon etwas grenzwertig, also ich sollte auf keinen Fall tiefer sitzen. Also die Hüfte sollte tendenziell etwas oberhalb der Knie sein. Da könnt ihr jetzt Folgendes machen. Ihr könnt auch wieder das Becken schön kippen, also Beckenkippung vor, zurück und auch rechts, links. Das heißt, ihr könnt vom Oberkörper her stabil sitzen und könnt jetzt das Becken mal so ein bisschen nach rechts und links verlagern. Das ist auch eine schöne Mobilisation und Lockerung. Oder einfach mal so ein kleines bisschen vorsichtige, kleine kreisende Bewegung machen. Dadurch habt ihr auch im Hüftgelenk verschiedene Komponenten, verschiedene Bewegungsrichtungen. Aber wie gesagt, auf keinen Fall zu große, unkontrollierte Bewegung machen, sondern wirklich vor, zurück, rechts, links und vorsichtige, kleine, kreisende Bewegungen. Wie gesagt, hoch genug sitzen ist wichtig. Dann das Bridging, was wir vorhin gemacht hatten. Könnt ihr auch mit einem Patsy-Ball machen, dass ihr euch praktisch auf den Ball mit den Unterschenkeln legt
Arme auf den Boden und jetzt könnt ihr einmal das Becken wieder anheben und sinken lassen. Ist jetzt ein bisschen labiler, ein bisschen wackeliger, also schon etwas, schon eine leichte Steigerung, leichte Instabilität mit drin. Und wenn euch das immer noch zu leicht ist, könnt ihr natürlich das Ganze auch mit einem Bein probieren. Dass ihr mal versucht, euch mit einem Bein hochzustützen und könnt jetzt das andere Bein noch ein bisschen bewegen dabei. Und natürlich auch im Wechsel, im Seitenvergleich. Das ist aber, wie gesagt, jetzt auch schon etwas anspruchsvoller. Also nichts für die Akutphase, nichts für den Anfang. Genau. Wunderbar. Abschließend noch zwei, drei Übungen im Stand, die mir im Nachhinein noch eingefallen sind. Und zwar haben wir die Möglichkeit, natürlich auch Kniebeugen in Schrittstellung zu machen. Dafür ist wieder ganz wichtig, dass ihr euch irgendwo festhalten könnt. Das heißt, ihr geht in Schrittstellung und geht jetzt im Prinzip einmal runter. Und hier ist es jetzt natürlich wichtig, einerseits den Oberkörper stabil zu halten, also aufrecht zu halten. Wie gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich festhalten dabei. Aber ihr solltet auf jeden Fall die Option haben. Und jetzt geht ihr runter. Und je mehr die Hüfte hergibt, also je größer der Schritt ist, desto mehr habt ihr natürlich auch gleichzeitig eine Dehnung bzw. Streckung in der Hüfte, im Hüftgelenk. Am Anfang erstmal einen etwas kleineren Schritt bzw. im Knie etwas mehr einknicken im hinteren Bein. Und dann geht ihr langsam runter und macht das pro Seite auch wieder so 10, 15 Mal, je nachdem wie anstrengend ihr das empfindet. Macht eine Pause, wiederholt es vielleicht mit dem zweiten Satz. Und natürlich auch immer die andere Seite. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir jetzt den Vorteil, wenn die rechte Seite mein operiertes Bein ist, bei dieser Variante habe ich jetzt die Mobilisation und bei dieser habe ich die exzentrische, konzentrische Muskelarbeit. Wichtig ist, ich mache es nochmal ganz kurz einmal an der Frontansicht, dass ihr beim vorderen Bein darauf achtet, auf die Beinachse. Das heißt, ihr solltet auf keinen Fall mit dem Knie nach innen fallen, sondern wirklich tendenziell leicht nach außen gedreht bzw. Knie gerade ausgerichtet und dann langsam runtergehen. Eine weitere Übung wäre noch, dass ihr euch an eine Wand stellt. Ihr nehmt das nicht operierte Bein an die Wand heran bzw. drückt das Knie des nicht operierten Beins an die Wand. Das Standbein ist leicht gebeugt. Hier geht es jetzt auch wieder um die Gesäßaktivierung, die Gesäßmuskulatur. Und jetzt drückt ihr sozusagen mit dem Knie des nicht operierten Beines gegen die Wand gegen. Also ihr stellt euch sozusagen vor, ihr wollt so eine Außenrotation machen. Also drückt mit dem Knie nach außen. Und das Standbein muss sozusagen jetzt dieser Torsion, wenn man so will, entgegenwirken. Also muss sozusagen einerseits den Einbeinstand, das Becken stabilisieren, andererseits aber auch jetzt diesem Druck des anderen Beines entgegenhalten. Und das ist auch eine schöne Übung, eine schöne Aktivierung für die Hüftmuskulatur. So, jetzt bin ich sogar selbst ein klein wenig ins Schwitzen gekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, wie immer. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Erfolg mit den Übungen, beziehungsweise, dass ihr schnell wieder auf die Beine kommt und fit werdet. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, dann gerne einen Kommentar schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, viel Erfolg, gute Genesung und bis zum nächsten Mal.